Willkommen zurück bei Smart Bartending. Ich bin Kevin und vielleicht habt ihr letztens schon unser Video gesehen mit Cosmopolitan. Und ich muss zugeben, Cranberry-Saft ist eine sehr geile Zutat. Und irgendwie konnte ich den Gedanken nicht loslassen, irgendwie noch coolere Drinks damit zu machen. Natürlich, wir kennen den Cosmo. Wenn nicht, ich habe es hier oben mal für euch markiert. Und ich habe mal ein paar coole Drinks für uns rausgesucht. Wir haben etwas mit Tequila, wir haben etwas mit Wodka. Und, wie schon gerade gesagt, den Cranberry-Saft, unser Hauptakteur heute. Unsere Videos drehen wir heute bei Küchenschmidt in Reda-Wiedenbrück. Checkt das auf jeden Fall ab, das sind die Profis, was Küchen angeht. Und vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Kommen wir zum Cranberry-Saft. Ich persönlich finde, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, den einzusetzen. Da er einen sehr eigenen Geschmack hat, ist es nicht unbedingt jedermanns Sache. Und ich dachte, ey, was kann man Geiles damit umsetzen? Ich habe mir schon recherchiert, ich habe drei sehr geile Rezepte für uns rausgesucht. Etwas mit Wodka, wir haben etwas mit Tequila. Und ich glaube, das könnte jedermann wirklich gefallen. Ich würde sagen, ich habe genug erzählt, kommen wir zu den Zutaten der Drinks. Unser allererster Drink ist der Maria Teresa Margarita. Ihr kennt ja schon den Margarita vielleicht, ein sehr klassischer Drink, einfach mit Tequila, Cointreau und Limettensaft. Wir haben hier eine bisschen getunte Version, natürlich mit dem Cranberry-Saft. Wir brauchen heute Limetten. Auf jeden Fall benutzt immer frischen Limettensaft, das macht einen unglaublichen Geschmacksunterschied. Er schmeckt einfach viel besser. Dann brauchen wir Agavendicksaft. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr natürlich auch einen Rohrzuckersirup nehmen oder Ahornsirup. Natürlich müsst ihr euch überlegen, ich würde euch immer den Agavendicksaft empfehlen, weil er so einen sehr, sehr eigenen Geschmack hat. Es ist eine andere Süße. Aber wenn ihr den nicht habt, wie gesagt, nehmt einfach einen Rohrzuckersirup oder Ahornsirup. Und zu guter Letzt, die letzte Zutat für den Drink ist ein Tequila. Ich habe den 1800er Reposado, ich wurde letztens dafür kritisiert, ich habe es euch falsch ausgesprochen. Sehr cooler Tequila, Preisleistung unglaublich, 22 Euro glaube ich, kann man nichts mit falsch machen. Und jetzt zeige ich euch, wie man diesen Drink macht. Für die Maria Teresa Margarita brauchen wir ein Martini-Glas oder eine Kupette. Die stellen wir kalt auf Eis, aber erstmal zur Seite und dann benötigen wir ein Rührglas. Da wir selber kein Rührglas zur Hand hatten, haben wir einfach diesen Messbecher genommen. In den Messbecher geben wir jetzt 20 ml des frischen Limettensaftes. Anschließend brauchen wir natürlich einen Cranberry-Saft. Von diesem geben wir dann 30 ml hinzu. Anschließend brauchen wir dann den Tequila, einmal den Reposado. Davon brauchen wir dann 60 ml, also einmal die Großseite, einmal die kleine hinzu. Und jetzt geben wir den Agavendicksaft hinzu. Von diesem benötigen wir ca. 10 ml. Da könnt ihr auch ein bisschen variieren. Ich würde euch aber empfehlen, nicht mehr als 20 ml davon zu benutzen, da es sonst zu süß werden könnte. Jetzt wird alles schön miteinander umgerührt. Dann brauchen wir unsere Kupette wieder. Das Eis entsorge ich und in das Martini-Glas gießen wir den Drink jetzt ein. Garniert wird das mit einer Limette und fertig ist der Drink. Wir probieren das Ganze mal kurz zusammen. Wow, ein sehr komplexer Drink mit diesem Tequila, dieses holzige ein bisschen mit dem Agave und der Süße, natürlich auch der Cranberry-Saft. Sehr lecker Drink, gefällt mir sehr gut und tatsächlich sogar besser als der normale Margarita. Unser nächster Drink ist der Nautilus. Im Grunde haben wir fast dieselben Zutaten wie vorhin, nur dass wir anstatt des Agavendicksafts jetzt einen Rohrzuckersirup benutzen. Natürlich sind die Mengeneingaben ein bisschen anders, wir haben ein bisschen mehr Limettensaft drin. Zum Rohrzuckersirup, ich habe in dem Fall einen gekauften von Monin. Wenn ihr im Video sehen wollt, wie wir den Rohrzuckersirup selber machen, schreibt das gerne in die Kommentare, vielleicht können wir da was für euch organisieren. Ich würde sagen, genug Geschnack, kommen wir zum Rezept. Für den Nautilus brauchen wir ein ganz normales Haibo-Glas und einen Shaker. In den Shaker geben wir eine gute Portion Eis hinzu und dann brauchen wir 60 ml eines Cranberry-Saftes. An der Stelle würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt. Das unterstützt uns wirklich jedes Mal aufs Neue und es ist eigentlich einfach unglaublich schön zu sehen, wenn die Community wächst. Dann geben wir 30 ml Limettensaft nochmal hinzu. Dann brauchen wir einen Rohrzuckersirup. Ich nehme in dem Fall einen ganz normalen von Monin, davon geben wir dann 15 ml hinzu. Und jetzt nochmal den Tequila Reposado. Von diesem brauchen wir dann, wie schon im Rezept vorhin, 60 ml. Das geben wir hinzu und alles wird einmal schön auf Eis durchgeschickt, dass sich alle Zutaten miteinander verbinden. Dann brauchen wir unser Highball-Glas wieder, das füllen mit Eis auf und darin seihen wir den Drink jetzt ab. Garniert ihr das Ganze mit einer Minze und fertig ist der Nautilus. Und das ist unser Endprodukt. Das ist der Nautilus. Ich habe es in meinem Highball-Glas gemacht. Gerne könnt ihr es auch im Tumbler machen. Oder auch im Martini-Glas theoretisch. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze zusammen. Sehr cool. Er hat mehr dieses Longdrink-mäßige in sich. Cranberry-Tequila, da wir natürlich ein bisschen mehr von allen Zutaten haben. An sich ein sehr cooler Drink. Ich glaube, den gefällt auch den meisten, da er sehr, sehr einfach ist vom Geschmack her. Und ja, cooler Drink. Ich kann nicht viel dazu sagen, macht es auf jeden Fall mal nach. Und der letzte Drink für heute ist der Honey Cosmopolitan. Der Name sagt schon Honig. Ich habe dafür einen Honigsirup selber gemacht. Auch hierzu wieder, wenn ihr sehen wollt, wie das geht, schreibt es gerne in die Kommentare. Was brauchen wir noch? Wir brauchen frischen Grapefruitsaft, wir brauchen eine frische Limette und ausnahmsweise kein Tequila. Wir brauchen diesmal Wodka. Ich habe absolut Wodka in dem Fall genommen. Ihr könnt gerne jeden Wodka nehmen, der euch am besten gefällt. Nehmt einfach das, was euch am besten schmeckt. Unser dritter und letzter Cocktail für heute ist der Honey Cosmopolitan. Ich muss auch zugeben, mein persönlicher Favorit. Für den brauchen wir ein Martini-Glas und einen Shaker.
Beide stellen wir kalt bzw. geben Eis hinzu. Dann kommt 10 ml frischer Grapefruitsaft hinzu, 5 ml Limettensaft und 10 ml eines Honigsirups. Anschließend wollen wir 15 ml Wodka, die noch mit in den Shaker geben. Dann natürlich einen Cranberry-Saft, auch davon 40 ml. Dann wird alles schön miteinander durchgeshakt. Das kommt ins vorgekühlte Martini-Glas. Garniert wird das Ganze mit einer Grapefruit-Zeste und fertig ist der Honey Cosmopolitan. Das ist unser Endprodukt, der Honey Cosmopolitan. Heftig leckerer Ding, wirklich. Es ist der Cosmopolitan Pro, würde ich sogar behaupten. Wir haben diesen Honig im Untergrund, dann diese leichte Grapefruit mit der Limette. Sehr, sehr schön ausbalanciert. Es harmoniert unglaublich gut zusammen. Auf jeden Fall mein Favorit des Tages. Macht den Drink unbedingt nach. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit dem Video, habt vielleicht was Neues gelernt. Ihr habt gesehen, es gibt nicht nur diesen Standard Wodka Cranberry oder den Cosmopolitan. Es gibt noch viele weitere Cocktails, die man mit Cranberry Saft umsetzen kann. Ihr habt es heute gesehen. Ich hoffe, ihr hattet vielleicht ein bisschen Inspiration. Schreibt auch gerne eure Rezepte mit Cranberry Saft in die Kommentare. Gerne machen wir das nach. Wir wollen immer neue Rezepte sehen und vielleicht habt ihr coole Sachen und machen das auch beim nächsten Mal nach. Ansonsten checkt uns auf Instagram ab und auf TikTok und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.